seid gegrüßt. Wir sitzen jetzt hier gerade vor unseren Geschenken, haben gleich Bescherung. Jenny hat mich so ein bisschen dazu gedrängelt. Wir sind nämlich eigentlich zum Essen eingeladen bei Jennys Eltern. Mhm. Aber ihr glaubt nicht, wie ungeduldig Jenny ist. Ja, aber ihr seht hier diese ganzen Präsente. Das muss einfach jetzt schon gemacht werden. Jedenfalls haben wir gedacht, wir machen jetzt gleich, also jetzt eigentlich direkt die Bescherung. Zeigen euch nur, wie das Ganze im Vorfeld aussieht. Das Auspacken selber machen wir dann jetzt für uns so ein bisschen privat. Ja. Und von daher wünschen wir euch nur noch mal frohe Weihnachten. Und wir zeigen euch vielleicht gleich noch mal oder so, ne, was denn so Nettes dabei war. Aber jetzt das Bescheren und so, das machen wir jetzt so ein bisschen für uns. Und dann, ne, schauen wir mal. Die Ergebnisse kommen. Ich bin schon gespannt. Jenny ist ja hier schon am Abtasten und so. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich habe auch schon ein paar Sachen für G entdeckt. Ja, eben. Für G hat sie schon die Deko abgeschnitten. Ja. G hat ihre Sachen schon, aber das seht ihr auch gleich. Ja, seht ihr dann. Sie hat die Schuhe gekriegt, eine Mütze gekriegt. Das war eigentlich das alles als Deko. Das seht ihr gleich. Und, naja. Na gut. Wir packen jetzt aus. Sonst wird es nämlich wirklich eng. Bescherung. Ihr seht, ich sehe jetzt auch schon anders aus als gerade. Ich auch. Ja. Denn ich habe von Jenny dieses hübsche graue Hemd bekommen mit Stahlnieten, weil Jenny hat direkt wieder gesagt, Nieten, ja, das passt. Ja, nein, ich fand das aber auch total cool, das Hemd. Ja, es fühlt sich auch richtig gut an. Es ist ein ganz weiches Hemd. Doch, das passt irgendwie zu ihm. Und er hat gleichzeitig auch... Niete. Ja, aber er hat gleichzeitig auch gedacht, so was Süßes mit Kragen und so, das passt auch zu mir. Deswegen habe ich dieses niedliche Oberteil bekommen. Finde ich auch richtig schön, passt super und gefällt mir auch richtig gut. Ich mag das ja gerne so auf alt gemacht, so alt rosa und so, das gefällt mir richtig gut und spitze. Ja, also konnte man da ja eigentlich nichts falsch machen. Also sieht richtig gut aus, finde ich. Ja, ich finde auch. Mhm. Habe ich wieder gut zugegriffen. Ja. Und dann komme ich auch gleich zum nächsten, weil, das habe ich nämlich hier direkt auf dem Schoß, das muss ich euch zeigen. Und zwar habe ich auch eine total süße Handpuppe bekommen. Und zwar, jetzt ist hier die Kerze, in Eulenform. Die ist total süß und ich habe schon gesagt, die wird auf jeden Fall jetzt Bestandteil in meinen Videos sein. Zumindest darf sie bestimmt einmal die Anmoderation machen. Vielleicht zoome ich da mal ein bisschen ran. Ja, aber die ist total süß, finde ich. Ja. Ja. Und ich, jetzt bin ich dran, habe von Jenny was Nettes bekommen. Einige von euch erinnern sich vielleicht an das Video mit meinen Teufel-Kopfhörern. Die habe ich immer benutzt an meinem Laptop, bis ich dann irgendwann mal mit dem Fuß dran hängen geblieben bin und die Kopfhörer in zwei gerissen habe. Und da hat Jenny gedacht, damit ich nicht so leiden muss, da hat sie so bei ihr im Kopf hat dann so gemacht. Ja, klar. Und dann hat sie mir hier diese Darth Vader Kopfhörerchen geworfen. Ja, ich fand sie cool. Die sehen richtig schräg aus. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich fand es richtig cool. Gucken, ob ich es da rausholen kann. Vielleicht sieht man es dann besser. Ich glaube, durch die Folie sieht man es. Ups, sieht man es nicht so richtig. Da ist ein Gummischen gerade runtergefallen. Soll ich mal schauen? Finde ich jetzt nicht. Nee, auf dem schwarzen Teppich. Da. Oh, ich glaube, das wird nicht richtig scharf. Ja, was ich auf jeden Fall auch brauchte, weil ich ja nächstes Jahr ganz gerne BJD-Hangouts abhalten möchte und meine Webcam ja hier nicht mehr geeignet ist, weil die total sowieso schon total alt ist und total schlechte Bilder macht und hier ist die Wohnung, seht ihr ja, ist mal wirklich dunkel. Deswegen habe ich von ihm eine Webcam bekommen, eine neue. Kann ich auf jeden Fall, damit kann ich nächstes Jahr richtig durchstarten mit meinen BJD-Hangouts. Und deswegen habe ich die ja gekauft. Es haben sich auch tatsächlich schon ein paar Mädels angemeldet, was ich sehr gut finde. Aber da werde ich auch nächstes Jahr noch richtig Werbung für machen. Und zwar ist das die Logitech C270 HD Webcam, was auch immer das ist. Aber sie scheint gut zu sein. Und HD ist immer gut. Ist 720p Auflösung und so. Ja. Klingt schon mal nicht verkehrt. Ja, die Kritiken waren soweit ganz okay, glaube ich, auf Amazon. Und jedenfalls habe ich gedacht, da Jenny ja jetzt demnächst durchstarten möchte mit ihren BJD-Hangouts, da braucht sie dann auch eine
Webcam, die etwas besser ist, weil ihre letzte war nur noch schwarz-weiß. Ja, und jetzt ist sie eigentlich komplett kaputt, weil hier in diesen dunklen Räumen ist alles nur noch grisselig. Ich hab's versucht, also es geht gar nicht mehr. Hoffen wir mal, dass mit der Webcam besser klappt. Ja. Ja. Und ich habe dann wieder... weil Jenny fällt immer nur gemütlich bei mir ein. Ja. Und dann hat sie so eine Tasse geholt mit Schutz, mit Überzieher. Mit Mäntelchen, also ein Schneewesen da dran und so ein Kakao. Der ist aber noch feste drin, den habe ich noch nicht locker gemacht. Ja, in Zirkusoptik. Also ganz putzig. Aber da muss man dann aufpassen beim Trinken, dass man nicht zu sehr schlabbert mit dem Überzieher. Und du musst den Rührer noch zeigen. Ah, den habe ich, den Schneewesen. Ja. Den Schneewesen. Der ist süß. Der ist BJD-Größe, naja, nicht ganz. SD-BJDs vielleicht. SD-BJD. Ja, und ich muss mein anderes Geschenk noch holen. Das habe ich nämlich schon in Funktion quasi. Ja. Ja. Okay, während Jenny das jetzt gerade holen war, ihr anderes Geschenk, habe ich meins mal ein bisschen ausgepackt, damit man die Tasse noch mal besser sieht mit dem Zirkus. Total süß. Ja. Ja. Und Muck and Cozy. Muck and Cozy? Muck and Cozy, glaube ich. Ja. Ja. Und ich habe was. Weil in meiner neuen Wohnung ist es ja so, dass hier die Türen alle von alleine zufallen. Eben in diesem Fachwerkhaus, weil alles ist hier nicht so ganz eben, alles ein bisschen schief und so. Deswegen fallen meine Türen immer von alleine zu und da dachte er sich, ich muss einen Türstopper her. Aber er wusste natürlich, bei mir darf es nicht irgendein Türstopper sein, sondern eine süße Eule. Als Türstopper sieht die nicht cool aus und die hat hier auch so Flügel. Die ist auch richtig schwer, also die hält dann, da sind so Körner drin oder so. Und die hält dann die Tür jetzt immer auf. Und vor allem muss ich dann immer lachen, wenn ich das jetzt mache. Tür auf. Weil Tür auf. Ich habe sie ja gerade schon dahingestellt. Die sieht total süß aus da. Ja, also richtig schön. Ja. Ja. Dann habe ich von Jenny bekommen, ja, das ist mehr ein Insider, aber den verraten wir euch auch gar nicht. Eine Mäusefalle mit, ne? Ein Öffner, also auch quasi eine Spardose mit, wie heißt es, Einweg, ne? Ja. Einweg. Macht man wirklich auf wie so eine Dose und dann kann er sein Erspartes daraus holen. Mäuseball, sieht ganz putzig aus. Ja, ist auch so ein bisschen. Wie so eine Fischdose sein. Eigentlich. Ja. 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 So, dann kommen wir zu einem nicht so erfreulichen Geschenk, weil es leider. Ja, es wäre erfreulich gewesen, wenn es machbar gewesen wäre. Aber es ist nicht so wie hier, dass es sofort geklappt hat, sondern hier ist leider ein kleiner Defekt drin und deswegen müsste man es vielleicht nochmal umtauschen. Aber ansonsten finde ich es richtig schön und zwar hier so ein Kleid. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja, so kann man eigentlich gut erkennen, irgendwie. Ja. So durchsichtigen Ärmchen und so. Ja, aber hier ist ein kleiner Defekt eben in diesem Muster drin und so, weil das eben auch alles spitze ist und so. Vielleicht kann man es noch umtauschen. Ansonsten war es das wahrscheinlich leider damit, aber wäre auch cool gewesen. Also auch in dieser Spitze und so. Hier ist kein Fehler, hier ist alles gut. Hier bin ich nur mit dem Armband einmal hängen geblieben. Aber naja. Aber es ist auch richtig schön. Ha! Und jetzt, Jungs, habe ich noch was Cooles gekriegt. Mhm. Pacific Rim im 3D-Steelbook. Beziehungsweise in der 3D-Version. Ist noch eingepackt, werde ich nochmal gleich schön auspacken. Vielleicht auch filmen. Ja. Kann man wahrscheinlich jetzt auch nicht gut erkennen. Wir haben gerade so ein bisschen schlecht ausgeleuchtet, weil wir wollten das ganz schnell machen. Wir waren, wie am Anfang erwähnt, jetzt noch essen eigentlich nach der Bescherung und jetzt sind wir noch müde. Jetzt überlegen wir uns, ob wir uns noch hinlegen, weil nachher geht es dann wieder los. Naja, jedenfalls, das waren fast alle Geschenke. Eins von Jennys Geschenken, wo ich so ein bisschen beigetragen habe, ist noch nicht gekommen. Das stimmt. Und das wird so richtig aufregend nochmal. Das wird so richtig krass. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Und hier, Euli wird es anmoderieren wahrscheinlich oder so. Euli. Robby, Euli. Sehr originell, die Namen ja. immer. Ja. Ja, das soweit mit unserer Bescherung. Mhm. Das passt, oder? Mhm. Ja. Auto zeigen, was ich dir geschenkt habe und das Fahrrad, was du mir geschenkt hast. Nee, das zeigen wir jetzt nicht. Achso, das lassen wir. Na gut. Ja. Ja. Ich denke, dann war es das jetzt erstmal.
noch von uns wieder. Ich hoffe, ihr habt auch einen netten Weihnachtsabend verbracht oder Weihnachtstage verbracht und vielleicht auch das eine oder nette andere Geschenk bekommen, an dem ihr euch erfreuen konntet. Wir jedenfalls. Ich bin zufrieden. Ja, ich habe ihm noch richtig männliche Sachen geschenkt. Ja. Und dir, ne? Ja, sehr schick. Hemd durfte ich gerade erstmal ausführen. Ja. Ja gut. Ich führe das jetzt auch aus. Ja. Gleich, wenn wir wieder zu meinen Eltern gehen, zum Abendessen, lasse ich das ab. Ja. Ich ziehe mich ja wieder mal nicht rum. Ja. Okay, dann war es das von uns. Mach's gut. Bis dann. Ciao.